Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies also ist unser neuer Lehnsherr. Clotaire der Vierte heißt er, glaube ich. Er ist König von Lothringen, Burgund und nun auch von Italien. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wie sieht unser junger Herzog diesen neuen König? Immerhin hat dieser ja die von ihm angebetete Nonnenkönigin gestürzt. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt gleich in Totalopposition gehen wird. Ich denke, das schickt sich nicht, auch in seiner Position nicht. Aber er wird distanziert, abwartend ihm gegenüber sich verhalten. Und dementsprechend denke ich auch nicht, dass er sofort einige Huldigung erweisen wird. Vielleicht mal grundsätzlich gesprochen, ich denke, es ist der Normalfall, dass ein Vasall dem Lehnsherrn huldigt, wenn dieser neu den Titel ererbt. Aber der Normalfall ist eben auch eine legitime Weitergabe dieses Titels und das gab es hier nicht. Und insofern werde ich das in der Regel so handhaben, dass in solchen Fällen der Charakter dann entscheidet, so nach Sympathie, nach Orientierung. Bei der Nonne war es klar, hier aber ist es nicht klar und wir bleiben hier erstmal auf Distanz. Stattdessen werden wir uns unseren eigenen Zielen jetzt widmen und das ist die geplante Eroberung von Mallorca, wobei es hier weniger um die Eroberung geht, sondern um das Rückdrängen der Ungläubigen. Das ist das große Thema. Und davon wurde er inspiriert vom Papst Stephanus, den V., der ja den Gedanken des Kreuzzuges in die Welt gebracht hat. Und auch wenn es natürlich für unseren Herzog undenkbar ist, dass er nach Jerusalem zieht, aber vielleicht sieht er das als so eine Art kleinen privaten Kreuzzug, um diesem Gedanken des Papstes hier schon mal Rechnung zu tragen. Das ist so meine Idee des Ganzen. Aber da kommen wir gleich zu. Vorher nochmal ein Blick auf das Westfrankenreich, das nun komplett zerfallen ist. Und das ist wirklich der reine Wahnsinn. Also der alte Hechstein, der scheint gestorben zu sein. Sein Sohn ist jetzt hier an der Macht, aber er hat kaum noch Macht. Es ist eine Anzahl von Grafschaften und Herzogtümern dort entstanden. Was daraus nochmal wird, Wahnsinn. Gut. Bevor wir weitermachen, das nächste große Thema ist nämlich die Pilgerfahrt, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Und zwar, wir haben eine Tante, die gleichzeitig eine gute Freundin von uns ist, 18 Jahre alt. Ja, unsere Tante ist jünger als wir selbst. Das gibt es nur bei den La Tour de Pins. Und die war mal aufgrund von Erbschaft eigentlich Gräfin der Lombardei. Allerdings ist die Lombardei an die ehemalige Nonnenkönigin Giselle gegangen, so dass sie jetzt ihr Land verloren hat und sich irgendwo im Nirgendwo befindet. Wir können uns das mal angucken, wo ist sie denn eigentlich? Irgendwo in England, so wie es aussieht. Keine Ahnung, warum dort. Wir werden sie an den Hof einladen und sie wird vermutlich auch kommen. Wir schauen mal, was jetzt erstmal passiert, bevor wir hier weitermachen. Also wir werden natürlich genau beobachten, was der König so unternimmt. Vor allem mit Blick auch auf den christlich-katholischen Glauben. Also das ist für uns jetzt so der Maßstab. Aber wir sehen, es gibt auch gleich eine erste Fraktion gegen den König. Und zwar Prinz Savary soll stattdessen König werden. Wir gucken hier mal auf die Fraktionen. Die haben auch schon eine relevante Militärstärke. Unterstützt wird das von Prinz Lothaire, der König vor der Nonne war. Der alte König. Der unterstützt jetzt wiederum seinen Bruder. So frei nach dem Motto, jetzt bist du mal dran. Okay, also die erste Gefahr für den neuen König ist schon da. Naja, dies ist nun nicht unsere Angelegenheit. Wie gesagt, Petition und Huldigung, das werden wir jetzt erstmal nicht machen. Okay, unsere Tante ist da. Ich gucke mal, hat sie irgendwie relevante Fähigkeiten, die uns noch helfen können? Sie wäre eine gute Diplomatin, allerdings kann sie ja da nicht eingesetzt werden, weil sie kein Land hat. Sie könnte höchstens als Ratsspitzelin eingesetzt werden, aber das ist sie genauso gut oder schlecht wie Kisilo. Unsere Schwägerin, die lassen wir dann erstmal in dieser Position. Also, wir könnten sie natürlich verheiraten. Das will ich durchaus auch nutzen. Ich bin ja da bisher immer ein bisschen skeptisch, weil die KI das selbst nicht kann, Höflinge zu verheiraten. Aber in unserem Fall, wir sind erstens so arm, dass wir uns diese immensen Kosten nicht leisten können, einen Gast an den Hof zu holen. Ich finde es auch leicht übertrieben, dass es fast genauso teuer ist, wie ein neues Gebäude zu bauen. Und zum Zweiten ist unser Hof so klein, dass einfach die Auswahl im Moment sehr, sehr schwierig ist. Die Anzahl der handelnden Charaktere ist einfach zu gering. So, aber warum mache ich das jetzt nicht? Weil wir natürlich für sie
als direktes Hausoberhaupt auch eine Mitgift geben müssten. Und das können wir uns nicht leisten. Denn wir können uns das deshalb nicht leisten, weil jetzt die Pilgerfahrt ansteht. So, und da gibt es eigentlich zwei interessante mögliche Ziele. Und zwar einmal natürlich Rom. Und ich stelle mir das so vor, dass er mit dem Papst gerne sprechen möchte, gerade vielleicht auch diesen Gedanken des Kreuzzugs mit ihm nochmal erörtert. Der zweite Weg wäre zu sagen, wir ziehen nach Santiago de Compostela. Erstens, weil hier unsere Verwandten mütterlicherseits ja herkommen. Und zweitens, weil das der Ort ist, wo quasi direkt schon die letzten Jahre und Jahrzehnte gegen die Heiden gekämpft wird und er sich diesem Kampf offenbar nahe fühlt. Das würde also auch sehr, sehr passend sein. Aber da er jetzt hier so eine Art Mini-Kreuzzug erstmal dort vorhat und diese ganze Idee faszinierend findet, denke ich, wir werden unsere erste Pilgerfahrt nach Rom zum Papst unternehmen und damit starten wir dann auch jetzt direkt. Kostet 100 Gold, sehr, sehr viel Geld für uns. Wir bereiten uns vor, in 15 Jahren können wir die nächste machen, vielleicht dann nach Santiago. Wir werden also die Kirchen der Vatikanstadt besuchen. Dann schauen wir mal, was dort passiert. Und davon erwartet er sich natürlich jetzt auch gewisse Erkenntniswert. So, während ich mit göttlichem Segen losziehe, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Also, dann reisen wir mal. Ja, die Reise dauert, passiert offenbar nichts. Oder? Liebe deinen Nächsten. Unter den anderen Pilgern gibt es einen Mann, der Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis er zum Thema Heiden kommt. Eines Abends erklärt er am Lagerfeuer lautstark, dass sie alle abscheuliche Monster in den Augen alles Göttlichen sind, abartige und Kindermörder allesamt. Die meisten wenden sich ab, wenn er ihnen in die Augen schaut. Heute war ich jedoch nicht schnell genug. Seid ihr etwa anderer Meinung, o Herzog? Ja, also nein. Ich würde sagen nein, weil wir sind Glaubenskrieger und sonst könnte man vielleicht noch diskutieren, großzügig, aber hier, diese Kombination scheint mir eindeutig zu sein. Vom rechtschaffenen Eifer erfüllt, wird Centol nicht eher ruhen, bis alle Heiden bezwungen sind. Insofern würde ich sagen, ja, wir gehen diesen Weg. Wahrlich, sie spucken den höchsten Mächten ins Gesicht. Verachtung Heiden gegenüber. Reduziert die Meinung von anderen Glauben -5. Aufgebot Verstärkungsrate. Gleicher Glaube plus 20%. Alles klar. So, okay, also das ist die erste Erkenntnis, die wir hatten hier auf dieser Pilgerreise. Mal sehen, ob noch etwas hinzukommt. Pilger strömen aus der gesamten christlichen Welt nach Rom. Die einen folgen der Via Francigena, andere weniger bekannten Pfaden. Am Ende finden wir uns alle hier ein, am Petersdom, an der letzten Ruhestätte des großen Heiligen selbst. Als ich gemeinsam mit den anderen Pilgern hier stehe, fühle ich ein Gefühl von ernster Einigkeit und Gemeinschaft zwischen den Versammelten, die auf ihren Reisen allesamt die verschiedensten Prüfungen und Strapazen erleiden mussten. Okay, ich habe den Heiligen Pfad beschritten, wir erhalten sehr viel Frömmigkeit und eben die Eigenschaft Pilger. Die bedeutet, wir erhalten mehr monatliche Frömmigkeit und Meinung von Glaubensgeschwistern. Okay, und außerdem entschlossener Pilger für 10 Jahre, monatliche Frömmigkeit pro Ritter plus 2%. Gut, ach Gott, jetzt kriegen wir so einen Pilgerhut. Okay, naja, wir sind also für unsere Hingabe jetzt bekannt. Dann lassen wir den wohl jetzt mal auf, so als Zeichen unserer Pilgererfahrung. Okay. Ja, also dieses, ich interpretiere dieses Geschehnis auf dieser Pilgerreise im Prinzip als die Erkenntnis dieser Pilgerreise, vielleicht auch das, was wir mit dem Papst dann besprochen haben, also dass wir wirklich die Heiden hassen und sie bekämpfen müssen bis aufs Blut, bis an unser Lebensende, so will ich es mal dramatisch formulieren. Insofern ist er jetzt ganz angetan und will auch diesen Krieg jetzt führen. Aber bevor wir den führen, gibt es noch eine Sache, eine offene Rechnung zu begleichen. Eine Demütigung, die es einst gegeben hat, wenn ihr euch erinnert. Und zwar haben wir diesen Ritter hier, Julian, der uns auf trickreiche Art und Weise in einem Duell, nein, trickreich ist zu positiv formuliert, der uns hinterrücks in diesem Duell besiegt hat. Und ich denke, wir sollten
ihn noch einmal herausfordern. Wir sind inzwischen auch besser geworden. Wobei, wir könnten sogar, schaut mal, wir sind bald dabei, den nächsten Schwerpunkt zu bekommen. Aber ich will jetzt auch nicht ewig warten. Das machen wir mal nicht. Nein, wir werden ihn zu einem Übungskampf herausfordern. Kostet uns eine Menge Prestige, dies zu tun, aber das muss jetzt einfach sein. Okay, also, Übungskampf mit Ritter. Der wird starten. Zu Beginn des Kampfes umkreisen Julian und ich uns einige kurze Momente eher gemächlich, wobei jeder eine Möglichkeit sucht, eine Lücke zu finden. Ich hebe mein Schwert, bereit mich zu verteidigen, während er sein Schwert fest in der Hand hält. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Ein plötzliches Zucken kündigt den Beginn unseres Gefechts an, als Julian, der seine Gelegenheit erkannt hat, nach vorne stürmt und mir einen harten Kopfstoß gibt. Ich taumle nach hinten, da ich völlig auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Na, das ist ja kein toller Auftakt. Okay, also was tun wir? Entweder ein Überraschungsangriff, das ist ein gewisses Risiko. Oder ein selbstbewusster Angriff. Oder ein Blitzangriff. Gut, ich würde es mal sagen, hier werden wir jetzt auch unsere Eigenschaften natürlich einfließen lassen. Wir sind tapfer. Das ist das Wichtigste. Also insofern schrecken wir vor kaum etwas zurück. Insofern werden wir dies tun. Zuerst zuschlagen, hart zuschlagen, en garde. Ihr versucht, Julian gleich zu Beginn eures Gefechts zu überwältigen. Ich lege meine gesamte Kraft in meinen ersten Schlag und springe mein Schwert hebend geradewegs auf Julian zu, wobei ihn mein mächtiger Hieb taumeln lässt. Julian steht stocksteif da und hofft anscheinend, dass ich mein Schwert einfach fallen lasse. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf und die Haltung von Julian ist eine Katastrophe. Ich habe mein Gegenüber in die Bredouille gebracht, muss meinen Sieg aber nach wie vor noch gut vorbereiten. Okay, wir könnten jetzt Abwehr, gekonnter Ansturm oder göttlicher Zorn. Das würde uns allerdings, wir würden zu Gott beten, das würde uns Anspannung geben, weil wir tapfer sind. Offenbar scheint dieses Beten an Gott eine Art Widerspruch zur Tapfereigenschaft hier zu sein. Ich würde sagen, das werden wir nur im Notfall nutzen oder vielleicht vor allem gegen heidnische Kämpfer. Hier werden wir weiter ungestüm tapfer nach vorne gehen. Angriff, Parade, Riposte. Ihr entfesselt einen wahren Hagel an schnellen Attacken und Kontern. So, irgendwas, der Text stimmt hier nicht, auf mein Gegenüber einprasseln, werfe mich heftig gegen die Deckung von Julian und zermürbe ihn mit jedem meiner perfekt abgepassten Angriffe. Julian versucht zögernd einen schnellen Schnitt in meine Richtung zu landen, doch der Angriff lässt sich mit Leichtigkeit abwehren. Meine Form ist gut, weißt du, kleine Schwächen auf, okay. Mein Gegenüber ist auf meine Attacken ins Wanken geraten und mein Sieg derart nahe, dass ich ihn fast schon riechen kann. Okay, wir können seine Sicht behindern oder ihn verhöhnen oder jetzt zu Gott beten. Nee. Ja, verhöhnen passt zu seinem Charakter, wie ich finde, nicht, oder? Nee. Dann werden wir das mal tun. Also behinderte Sicht, ihr schleudert eine Handvoll Dreck in das Gesicht. Aber es passt auch irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht. Das ist so hinterlistig. Das ist genau das, was wir kritisiert haben. Nein, passt auf. Dann sind wir so angetan von unser Kampfeslust, dass wir jetzt doch ein Gebet durchführen. Ach, warte mal, das heißt, mit einem laut gerufenen Gebet erniedrigt ihr euch vor Gott. Na gut, das muss jetzt nichts Negatives sein. Ja, wir machen das mal. Okay, mit hochgehaltenem Schwert und lauter Stimme zeige ich Gott meine Hingabe. Mein Gegenüber glaubt anscheinend, dass das Gebet länger dauern wird, denn er ist völlig überrascht, als ich nahtlos zu einem mächtigen Hieb übergehe, der ihn fast zu Boden reißt. Während Julian noch versucht, sich wieder aufzurichten, führe ich bereits die Schneide meines Schwertes bis auf einen Finger breit an sein Gesicht heran. Keine Kapitulation fühlt sich befriedigender allen an, als wenn sie Gott gewidmet ist. Na, das war doch mal ein würdiger Abschluss dieses Kampfes. Ich bin siegreich. Ich gewinne den Zweikampf wegen seines Verletzungsrisikos. Oh, er wird verwundet. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil er soll jetzt in diesem Krieg natürlich noch für uns kämpfen. Naja, okay.
Gibt es noch Auswirkungen? Ich nehme die Waffe herunter und wende mich Julian zu, um ihm angemessen zu applaudieren. Er tut es mir gleich. Herzog, ihr habt mich ehrlich geschlagen, sagt Julian. Diese Übung wird uns sicher nützlich sein, wenn es in der Zukunft einen Krieg geben wird. Ja, wohl wahr. Gut gesprochen. Das war belebend. Ich fühle mich wacker und bereit. Ein guter Kampf. Okay, wir sind 10 Jahre lang ein wackerer Ritter. Das bedeutet Angreifervorteil +5. Oh, sehr schön. Und Julian ist ein edler Verteidiger. Verteidigervorteil +5. Interessant. Sehr schön. Ich würde sagen, das kann man schon als eine Art Aussöhnung interpretieren zwischen diesen beiden. Und daher gucke ich mir das nochmal an, in welcher Position Julian uns vielleicht helfen könnte. Ah, warte. Hier war das ja. Julian, der... Ja, er könnte ein guter Ränkespieler werden. Da haben wir ja wirklich... Ich denke, das werde ich jetzt austauschen, ja. Machen wir das mal so. Ein guter Ratsspitzel wird er diese Position hier übernehmen. Unsere Schwägerin hat dies eher nur... Ja, etwas... Das war eher eine Notbesetzung. Gut, dann wäre das geklärt. Und jetzt geht's um Mallorca. Wir gucken mal. Also die Schwierigkeit dieser Sache ist... Normalerweise ist das ein hochriskantes Unterfangen. Nicht nur, weil der Gegner, wir schauen uns das mal an, relativ stark ist mit seinen 3000 Männern. Das Problem ist, dass es ein Inselkampf ist. Das heißt, wir werden anlanden müssen und haben 30 Tage in diesem Malus der Landung. Und das zweite Problem ist, dass die KI natürlich vor allem hier aktiv sein muss. Wir haben selbst nur 538 Männer. Das heißt, das muss klappen. Wir haben 463 Prestige. Die brauchen wir... Ah, wisst ihr was? Wir brauchen ja für den Angriff auch nochmal Prestige, nicht wahr? Ah, das ist natürlich ein Thema. Das heißt, wir können nur 2 unserer Verbündeten in den Kampf rufen. Okay, wow. Das macht die Sache natürlich noch schwieriger. Man könnte überlegen, ob wir hier noch warten und Bellum Justum abwarten. Ich glaube, das ist vielleicht auch so passend, also den gerechten Kriegsgrund hier abzuwarten und dann loszuschlagen. Machen wir das nochmal. Aber erstmal kehren wir sowieso zurück. Jetzt endet die Pilgerreise. Wir könnten jetzt wieder neu huldigen, aber noch hat sich unser König nicht bewährt. Gut, wir sind auch immer noch dabei, hier mit unserem Fürstbischof unsere Beziehung zu verbessern. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Fürstbischof Benedikto in Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Mit den passenden Argumenten bin ich womöglich in der Lage, ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht nur in meinem eigenen Interesse handle, sondern auch im Interesse eines höheren Wesens, des Herrn selbst. Ja, okay, aber das... Tja. Glauben wir wirklich, dass wir ein sehr überzeugendes Argument vorbringen können? Ich glaube nicht. Also unsere Diplomatie ist mit Abstand besser als unsere Bildung. Ich denke, das wissen wir auch. Wir sind einfach nur nett und damit ist die Sache auch mehr oder minder erledigt. Oh nein! Oh nein! Julian ist gestorben! Das kann doch nicht sein. Nach diesem Revanchekampf, nachdem wir uns nun gut mit ihm vertragen haben, das ist so tragisch, weil wir so wenige Leute haben. Nun, oh Gott, okay, alles klar. Ja, dann, ja, entweder unsere Schwägerin oder, na, dann wird es jetzt, glaube ich, unsere Tante, wenn wir hier eh einen Wechsel vollziehen müssen. Ach, wie schicksalhaft. Tja, und einer unserer besseren Kämpfer ist damit gestorben. Unschön. Wirklich unschön. Gut, also, wie gesagt, wir warten jetzt noch mal ein bisschen ab, bis wir hier Bellum Justum erhalten. Und es gibt jetzt auch noch die nächste Unabhängigkeitsfraktion. Also es wird jetzt hier richtig wild. Das Herzogtum Capua möchte auch nicht mehr zu Italien gehören. Anselberga. Aber es scheint inzwischen zu sein, dass hier unser König immer mehr Truppen zusammenbekommt. 3500 wird er am Ende haben. Und insofern...
Warte mal. Ach, okay, alles klar. Boah, das sind ja inzwischen ganz viele. Das sind ja unglaublich. Das sind ja alle italienischen Herzöge, die das... Oder was heißt alle Herzöge? Zwei sind es. Konrad von Savoyen und Herzog Bonifacio. Die Prinz Savary. Gesellig, nachsichtig, sprunghaft. Ja. Aber treten wir bei in dieser Sache? Ich weiß nicht. Ich bin da unentschlossen. Ich glaube, das ist nicht unsere Angelegenheit. Jetzt, wir sind auf einem anderen Weg und den werden wir jetzt auch weitergehen. Undisziplinierte Rekruten? Ach verdammt, ich wollte das ehrlich gesagt beenden hier. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, das weiter zu tun. Aber wir schauen mal. Heute beobachte ich Fürstbischof Benedikto dabei, wie er einige seiner neuen Aufgebote ausbildet. Aber die Rekruten unter seinem Befehl ähneln mehr einem wilden Mob als einer Armee. Ich schaue weiter zu, als er verzweifelt versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Aber er ist eindeutig überfordert. Obschon es nie einfach ist, neue Soldaten auszubilden, muss er unbedingt besser werden. Wir können ihm das lehren. Ja. Ja, machen wir das, ne? Sehr schön. Und damit können wir den nächsten Lebenswandel wählen. Aber der Ratschlag wurde abgelehnt. Als ich Fürstbischof Benedikto auf die Schulter tippe, wirft er die Arme nach oben und ruft: Das ist nicht meine Schuld, Zentol. Diese dummen Bauern können rechts nicht von links unterscheiden. Wie soll ich aus diesem Pöbel bitte eine Armee machen? Nun ja, das ist ja auch eigentlich nicht deine Aufgabe. Und jetzt kommt es zum Krieg. Es kommt zum Krieg. Okay. Wir können... Wir haben vermutlich den nächsten neuen König. Prinz Savary. Zumindest macht es den Eindruck. Ja, eindeutig. Die Angreifer sind aber sowas von überlegen. Okay, was für ein Hin und Her. Wahnsinn. Aber wir bleiben, denke ich, bei unserem Plan, uns dort jetzt erstmal nicht einzumischen. Wir werden... Bellum Justum freischalten. Damit reduzieren wir die Kriegskosten. Es reicht aber immer noch nicht, drei Verbündete reinzuholen. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Ich prüfe nochmal die Lage. Also, Krieg erklären. Der Gegner ist ein bisschen stärker geworden. Wir sind jetzt hier bei 63. Naja, vielleicht können wir im Laufe des Krieges noch jemanden reinholen. So, das heißt, wir müssen jetzt unsere Verbündeten erstmal prüfen, wer hier eigentlich kampffähig ist. Wir haben den Herzog der Gascogne mit 1500, ist nicht in einem Krieg. Das ist schon mal gut. Wir haben Herzog Ranulf von Aquitanien mit 1100, ist nicht in einem Krieg. Und wir haben Herzog Luitpold, den ich nicht anwählen kann. Hier haben wir ihn mit 1500. Ja, dann werde ich jetzt die beiden in den Krieg holen, auch wenn der weit entfernt ist, aber der wird hier mit den Schiffen hoffentlich kommen. Die beiden, die die meisten Männer haben, das wird jetzt der Weg sein. Also, wir werden diesen Krieg erklären. Es ist sehr riskant, aber unser, ja, wir haben ja große Ambitionen, große Ziele. Wir sind getrieben von dem Ehrgeiz, hier die Heiden zu bekämpfen. Jung und tapfer, da werden wir hier nicht auf Nummer sicher gehen. Der Krieg wird erklärt. Scheichtum von Mallorca. So, Emir Matta ist unser Gegner. Der ist auch tapfer, sprunghaft, allerdings faul und ein meisterhafter Philosoph. Nun gut, jetzt müssen wir unsere Bündnispartner rufen. Und das ist einmal hier die Gascogne mit den 1500. Dafür setzen wir 150 Prestige ein. Und einmal Luitpold mit seinen 1500. Und ich hoffe, das wird genügen. Achso, wir sollten vielleicht unsere Truppen auch noch ausheben. Natürlich werden wir unsere Armee anführen. Aber wir müssen vermutlich warten, bis die anderen dann auch die Schiffe nutzen. So, okay, sie treten ein, sehr schön. Also, die Gascogne... 150 und Kärnten mit 150 Prestige, insgesamt 3000 Männer. So sieht es im Moment aus, aber seine Verbündeten hat er komischerweise noch nicht geholt, das müsste aber bald passieren. Wir werden Folgendes tun, wir werden hier schon mal aufs Meer hinaus, 1500 Mann kommen jetzt hier in unsere Richtung. Ich bin echt gespannt,
ob das klappt, ob die jetzt hier mit ihren Schiffen dann tatsächlich auch zu einer Invasion bereit sind. Und hier in Italien bricht der komplette Bürgerkrieg aus. Also, da sind sich alle offenbar einig, dass sie diesen König nicht haben wollen. Der nächste Verbündete tritt ein. Ja, damit hat er die schon avisierten 3300 dabei. Naja. Okay, wir sind jetzt erstmal da angekommen. Ich werde schon mal hier hinfahren. Allerdings werde ich vermutlich noch nicht landen, solange die 1500 noch nicht da sind. Das ist mir sonst zu heikel. Da kann unsere Armee in einem Schlag erledigt werden. Es ist zwar offensichtlich, also sehe ich das richtig, hier sind offensichtlich keine Gegner. Wir fahren nochmal dahin, aber das... Nee, es sind keine Gegner. Ja, das ist natürlich jetzt sehr verlockend, ne? Sehr verlockend, da jetzt schon mal zu landen. Und mit der Belagerung schon zu beginnen. Schaut mal, sie sind auch auf dem Weg zu uns. Das ist also schon mal gut. Aber die anderen Truppen werden kommen. Das ist so eine Sache. Die sind auch auf dem Weg zu uns. War das schon immer so, dass man sieht, wohin die sich bewegen? Coole Sache eigentlich, ne? Okay, also die kommen zu uns. Insofern brauchen wir, glaube ich, jetzt nur Geduld haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegnerischen Truppen jetzt hier landen, ohne dass wir da sind. Insofern warte ich doch lieber jetzt auf Verstärkung. Ja, da kommen sie nämlich schon. Und sie landen nicht. Sie fahren vorbei. Das habe ich schon gemutmaßt. Okay, sie bewegen sich vermutlich dorthin, um da irgendwas zu verteilen. Ich weiß es nicht, was jetzt ihr Ansinnen ist. So, die kommen jetzt auf die Schiffe. Die sind schon auf dem Weg. Ich denke, wenn die da sind, dann können wir uns erlauben, die Landung zu starten. Was sind denn hier eigentlich 4000 Mann noch unterwegs? Was ist das denn für ein Krieg? Kann ich das mal hier mir angucken? Armee von Bordeaux. Die sind im Krieg... Aha. Oh, die sind dort mit eingestiegen. Oh, das hätte ich jetzt ja... Oh, das habe ich nicht mir angeschaut. Der hat ja noch einige an Verbündete hier. Also der Wessex und der König von Aquitanien helfen ihm. Boah. Konrad von Savoyen will's wissen. Okay, also das ist jetzt wirklich ein Hammerkrieg um Italien. Aber wir haben da keine Präferenz. Der aktuelle König ist auch nicht unser Liebling, ne? Wegen der Nonne, ihr wisst schon. So, und da sind sie jetzt gleich bei uns. Und sie kommt tatsächlich zu uns. Das ist großartig. Das ist besser, als ich... Also, es funktioniert besser, als ich dachte. Dann werden wir jetzt marschieren, in der Hoffnung, dass die anderen hinterherkommen. Ja, sie kommen hinterher. Ist ja wunderbar. Oh nein! Die anderen landen dort auch. Und sie sind auch direkt mit... Gott, okay. Warum in diesem Moment? Ernsthaft? Oh, verdammt, Leute. Okay, wow. Wir können das nicht mehr abbrechen. Das ist natürlich jetzt richtig tragisch. Oder? Haben sie das? Die haben das abgebrochen. Okay, wir müssen eigentlich jetzt abwarten, dass diese 30 Tage weggingen. Aber das Gute ist, wenn er landet, dann hat er diesen 30 Tage Malus auch. Und die kommen ja hier schon. Wow. Okay, das wird interessant, ob uns das gelingen wird. Liebe Leute, an dieser Stelle mache ich erstmal Pause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei der Belagerung von Palma de Mallorca. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.